wenn man lange ausharrt, und das tun sie alle dankenswerterweise in großer Zahl, haben wir auch einen ganz besonderen Film für sie. Er läuft in der neuen Reihe Encounters, also in dieser hochinteressanten neuen Wettbewerbsvariante, wo das innovative, aufregende, besondere Kino gezeigt wird. Hoffentlich auch in den anderen Sektionen, wie wir wissen, sind die durchaus auch offen für solche Experimente. Wir freuen uns jetzt sehr, dass wir auch Fea vorstellen können. Wir hatten hier schon eine Newcomerin, Melanie Welde, die ihren allerersten Film in dieser Sektion hat. Und wir haben jetzt, ich muss es einfach mal sagen, einen Mann, der hat Filmgeschichte geschrieben in Deutschland, nicht nur Film, sondern auch Fernsehgeschichte. Ich freue mich sehr, dass er da ist, der Schöpfer von Orphea. Herzlich willkommen, Alexander Kluge ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da bin, aber... Ja, und weiter geht es mit der Vorstellung, genau. Das ist ein Gemeinschaftswerk mit einem außergewöhnlichen Künstler aus den Philippinen, auch ein großartiger Musiker. Wir werden auch noch ein Stück hören live, das schaffen wir sehr wohl noch. Also ein Gemeinschaftswerk von Kevin de la Cruz zusammen mit Alexander Kluge. Hi, welcome, good to have you here. Hello, hello. Hello, 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 hello. Und als auch Fair zu sehen... Ja? Ja, er hat eine Atemmaske. Ja, pass auf, er hat eine Atemmaske. Sehr vernünftig, sehr vernünftig. Und als auch Fea, also weiblicher Aufweis, eine Schauspielerin zu sehen, die wir sowohl aus dem Kino als auch aus dem Theater bestens kennen, Wild Unvergessen, da haben wir es richtig entdeckt für uns. Seitdem immer wieder auch besetzt, gerne in Tatorten und spielt auch wieder an der Volksbühne zum Glück. Freut uns sehr, dass sie da ist. Lilith Stangenberg, hallo, hallo. Hallo. Aber zunächst mal die Frage an euch beide. Dieser schöne Mythos Orpheus, den man auch, glaube ich, ganz gut kennt, das ist ein sehr populärer Mythos, also die große Liebe, der versucht, die Geliebte zurückzuholen, die übersetzt die ins Weibliche. Plötzlich haben wir eine Orphea. Ändert sich damit die Geschichte, ändert sich damit der Mythos so sehr? Denn die Liebe ist die Liebe und der Versuch, die Toten zu erwecken. Aber ich sag Ihnen, ja, wenn seit 2000 Jahren diesem Orpheus es nicht gelingt, ja, mit 80 Opern, so und so viel Filmen, diese Geliebte aus der Unterwelt hochzuholen, dann waren wir ungeduldig und sagen, die Tenöre retten die Soprane nicht. Aber wenn ein Mensch kommt wie Sie, ja, oder aber bei Beethoven, die Leonore, ja, das ist ein Sopran, und im Beethoven-Jahr ist doch wichtig, die verkleidet sich, ja, und geht in das Gefängnis, wo ihr Mann von der Gegenfraktion, das ist ein junger Revolutionär, der ist von der Gegenfraktion gefangen gesetzt und soll getötet werden. Und im Moment, wo das Messer zusticht, ist sie da. Dafür ist Liebe gut. Und so etwas ist doch eine gute Geschichte. Und da rettet der Sopran eben den Tenor. Und deswegen Orphea. Ja? Wie ist es dir gegangen mit dieser Übersetzung? Man erkennt ja in diesem Film sehr viel wieder. Es ist nicht so, dass man da jetzt rumirrt und denkt, wo ist jetzt hier die Sage? Man erkennt die sehr wohl. Aber jetzt den Orpheus als Orphea zu spielen, wie ging es dir damit? Also wir haben vorhin schon geredet, also wenn man jetzt an die großen Komponisten denkt, Brahms und Haydn und Beethoven und Mozart, dann sind es ja alles nur Männer. Und uns war eigentlich völlig klar von Anfang an, aus Orpheus muss Orphea werden. Und Orpheus war ja auch... der erste Mensch, der sich auf eine Bühne gestellt hat und gesungen hat über Gefühle. Das muss man sich ja einfach auch mal vorstellen. Jetzt ist es ganz selbstverständlich. Man kann in die Oper gehen und kriegt das alles dargeboten und kann sich die Gefühle so abholen. Aber irgendwie eigentlich sich so hinzustellen, ist ja ein sehr mutiger Akt. Und wir dachten so, die musikalische Kraft, dass das auch eine weibliche Kraft und ein weiblicher Motor sein kann. Ja. Kevin, what about you? I mean, it's a very European myth. It's a very European story. So for you as an artist from the Philippines, how important is that story for you? Is it European for you? I don't think so. Actually, that's a fallacy. You know, the Orpheus myth before Ovid and all the others was originally from the Philippines. Oh, okay. And yes, it's in the language of Tasaday. Mm-hmm. And I can recite a very beautiful line from that poem. It says... Wonderful. I can't translate it, but it was wonderful. Also, Sie haben es gehört, er ist der festen Überzeugung, dass der Orpheus-Mythos eigentlich von den Philippinen kommt, dass er da seinen Ursprung hat. Insofern war es keine große Frage. Was ich sehr reizvoll finde an eurem Film, und das war auch zu erwarten, es ist eine Montage der Attraktionen, darunter übrigens auch von ganz naturwissenschaftlichen Informationen, die zum Mythos gehören. Also, man würde sonst selber nachschlagen. Hier erfährt man zum Beispiel, was ein Schlangenbiss so ausmacht. Warum war es so wichtig, diese Dinge mit hineinzunehmen? Wie so Informationen, Schlange, Gift, wie lange das wirkt? Naja, die menschliche Seele ist ja dissonant. Und deswegen haben wir gedacht, Orphea ist ja einerseits ein Rockstar in Mondo, Manila, in den Philippinen, aber auch eine Forscherin, die an der Unsterblichkeit forscht. So wie Dr. Frankenstein oder
im Silicon Valley jemand, der versucht, die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Das ist ja jetzt gerade auch ganz angesagt. Genau, und darüber kamen wir eigentlich zu diesen ganzen biologischen und historischen und sind auch nach Russland gegangen, weil es diese Form von Forschung tatsächlich in Russland Anfang des 20. Jahrhunderts gab. Das wollte ich unbedingt nochmal fragen, weil der Bezug ist schon sehr ungewöhnlich. Du sprichst ja gut Russisch und wirst gerne auch als Russin besetzt, nebenbei bemerkt. Aber dass es diesen Bezug gibt auf Russland, auf die Revolution, auch auf die Ästhetik des Revolutionskinos bei euch, ist im Orpheus-Mythos erstmal überraschend. Ja, aber man muss ja überraschen im Kino. Ja, aber nochmal auf die Schlange zurückzukommen. Es ist so, diese Eurydike in der Geschichte von Ovid, ja, wird im höchsten Moment ihres Glücks, gerade am Tag der Hochzeit, von einer Schlange in den Fuß gebissen. Und nachdem alles vorüber ist, was wir erzählen können, da wird der Orpheus, der inzwischen homosexuell geworden ist, ja, der wird von den Mänaden in Thessalien, was immer das ist, lebendig zerrissen, und nur sein Kopf geht singend die Flüsse hinab bis Lesbos. Und dort wird er aufgesammelt und da kommt eine Schlange, ja, und will noch den Rest von ihm vertilgen. Und da kommt Apoll, der Vater von Orpheus, und haut der Schlange den Kopf ab. Das sind alles rätselhafte Geschichten. Ich habe sie nie verstanden. Und wir in dem Film beschäftigen uns mit dem, was am Mythos uns rätselhaft erscheint. Nicht, was wir erklären können, sondern was wir nicht verstehen. Und dazu gehört die Schlange. Und sie erzählt dann sofort aus der Tasche, ja, wie der Bergmann sagt, die ganze Filmkunst ist die abgelegte Leib einer Schlange. Die muss neu erfunden werden. Und ein Versuch ist auch, dieser Film neu zu erzählen, auf eine neue Weise zu montieren, neu auch diesen Mythos sich herzunehmen. Sie, die Sie noch bei uns sind, unsere Sendung nähert sich unweigerlich langsam dem Ende, aber haben jetzt auch die große, fantastische Gelegenheit, live Musik zu hören aus diesem Film. Brezel Göring ist auch bei uns am Keyboard, dafür ganz herzlichen Dank. Hallo, hallo Brezel, schön, dass du da bist. Und wir werden jetzt eine Live-Performance noch hören, ein paar Minuten auch noch die Hörerinnen und Hörer von Radio 1. Wir hören uns alle morgen wieder um 19 Uhr. Der Film auch fair ist zu sehen morgen, das ist die Premiere. 12.30 Uhr im Cinemax 7 läuft im Wettbewerb Encounters. Alexander Kluge, Lilith Stangberg, ganz herzlichen Dank. Carmen de la Cruz, was a great pleasure to have you here. Thank you so much. We can't wait to listen to your music. Thank you so much. Sa mundo.
saya saya sobrang saya. Sa akin ang kutsara ng buhay, gusto ko pero ayaw ko nasusuka ako. So war das ja nicht geplant. Ja, das ist mir geplant.